Auf dem Handy von Michael Meyer sind viele Fotos aus verschiedenen Regionen der Ukraine. Diese Momente sind für den 33-jährigen Freiwilligen aus Stuttgart von großer Bedeutung. Sie sind ein Teil des neuen Abschnitts in seinem Leben. Einem Abschnitt, der am Tag der großen Invasion Russlands in der Ukraine begann. Für mich unvorstellbar, dass es zum Krieg in unserer Zeit hier kommen kann. Und habe das dann am 24. mitbekommen und irgendwas hat mich bewegt. Ich habe gesagt, ich muss jetzt hier hochfahren und hier vor Ort helfen. Und seit dem Zeitpunkt bin ich hier, habe Arbeit gekündigt, war jetzt dreimal in Deutschland für organisatorische Sachen und bin seitdem Volunteer für die Ukraine. Michael begann seine ehrenamtliche Tätigkeit schon am 26. Februar. Der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine nach Europa über die rumänische Grenze war enorm groß. Dank seinen Kontakten zu vielen Gemeinden half der deutsche Freiwillige, mehr als 1000 Ukrainern in Privathäusern in Deutschland eine Unterkunft zu finden. Ein Monat später engagierte er sich in der Lieferung der humanitären Hilfsgüter. Besonders wirksam läuft Zusammenarbeit mit den Organisationen Wings of Help und Rotary Club Baia Mare. Diesmal werden zwei vollbeladene LKWs in den Osten der Ukraine fahren. Liste der benötigten Hilfsgüter war mit den Behörden vor Ort abgestimmt. Wir konnten innerhalb von einer Woche jetzt zwei LKWs mit Hilfsgütern von Rumänien oder von Deutschland nach Rumänien. Wir sind jetzt in der Ukraine und morgen, spätestens Samstag, wird es mit dem LKW nach Kharkiv gebracht. Ich werde wieder nach Kharkiv reisen und das Ganze dokumentieren, wie ich das den Menschen übergebe. Natürlich ist es nicht alles möglich, dass ich es übergebe, aber ich werde bei einem Großteil dabei sein, dass man diesen Weg wirklich mitverfolgen kann. Wer hat gespendet, wo sind die Spenden und wo kommen sie dann auch wirklich hin? Für die Menschen, gerade in Deutschland oder ganz auf der Welt, sehr interessant, wo kommen die Spenden hin, wo wir bezahlen. Und es gibt, glaube ich, wenige Organisationen, die das dann wirklich komplett bis zum Schluss dokumentieren können. Gestern behandelte der erfahrene Zahnarzt Dr. Kalin Tataru Patienten in seiner modernen Privatklinik in Baia Mare. Heute fährt er einen 20-Tonnen-LKW, um humanitäre Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen. One of my hobby was to drive big cars like this one. This hobby was so useful now in this time because it was so difficult to find drivers in the first days of war. To find the drivers to drive in Ukraine. We are Rotarian and we do a lot of volunteers activity and programs. Mitleid mit den Menschen, die unter einem schrecklichen, grausamen Krieg leiden und der Wunsch, ihnen zu helfen. So ist die Motivation der Gruppe von Freiwilligen, die diesmal wieder alles Nötige mitgebracht hat. Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente. Wir mit unserer Organisation haben aus Deutschland 7 LKW-Konvois gefahren mit ungefähr 1400 metrische Tonnen. Die 2003 gegründete gemeinnützige Organisation, deren Zweck schon im Namen bestimmt wird, verwandelte sich aufgrund des geschlossenen Himmels über die Ukraine in Himmelflügel auf Rädern. Ihr Präsident, Journalist und Schriftsteller Frank Franke, der noch vor über 30 Jahren nach der Tschernobyl-Katastrophe ukrainische Kinder unterstützte, wandte an ersten Tagen des massenhaften Krieges an seine Partner, um Hilfe für die Ukraine zu organisieren. Auch jetzt mangelt es an Hilfsbereiten nicht. Wir basieren im Wesentlichen auf großen Firmen, dass da die Bereitschaft wirklich nicht nachgelassen hat. Wir haben eine Firma, da haben wir angerufen, gesagt, könnt ihr uns helfen, wir machen das. Können wir einen LKW von euch haben? Dann haben die gesagt, warum einen? Nehmt doch drei.
Das Vertrauen ist ein Schlüsselfaktor zu erfolgreichen Aktivitäten der Volontäre. Herr Franke begleitet jeden humanitären Konvoi persönlich und dokumentiert jedes Mal die Hilfeleistung. Dank den von ihm gedrehten Aufnahmen bei der Verteilung der Hilfsgüter und Gespräche mit Binnenflüchtlingen erhalten europäische Zuschauer nicht nur Dankesworte für ihre Spenden, sondern auch erfahren sie viel mehr über die reale Situation in der Ukraine aus erster Hand. Krieg ist immer mit Schmerzen, Trauer und Leid verbunden. Aber trotz aller Schwierigkeiten gibt es in dieser Situation auch etwas Positives. Solche Krisen bringen ganz besondere Menschen immer zusammen. Das Erstaunliche ist, bei all den schwierigen Sachen, die wir sehen, wie viele neue Freundschaften und Bekanntschaften dabei entstehen. Die Unterstützung der vom Krieg betroffenen Ukrainer vereinigt Menschen verschiedener Nationalitäten, Altersgruppen und Berufe und verwandelt sie in einen Mechanismus der Hilfe, der sehr wirksam funktioniert. Ich arbeite mit Wings of Help und Rotaria Club Baia Mare zusammen und bin der Kontaktmann vor Ort. Und seit 3 oder 4 Monaten fahre ich in der ganzen Ukraine umher und bringe Lebensmittel mit einem Sprinter an die Front und nehme auf dem Rückweg, evakuiere ich Menschen. Die ehrenamtlichen Helfer des gemeinsamen deutsch-rumänischen Teams bleiben immer im Kontakt. Sie wissen, welche Bedürfnisse es gibt und treffen entsprechende Entscheidungen. Große Angst ist, dass sie den Winter nicht überstehen, weil die meisten Menschen sind ja innerhalb weniger Minuten weggerannt mit 2 Plastiktüten und alle haben gedacht, dass der Krieg nur 2-3 Wochen andauert. Und jetzt haben sie festgestellt, dass sie gar keine Winterkleidung dabei haben. Sie haben für die Kinder keine Winterschuhe. Sie haben auch nicht genügend zu essen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, heute im Dezember noch einmal zu kommen und dann gezielt das zu machen. Freiwilligenarbeit ist immer mit Risiken verbunden. Und obwohl es in westlichen Regionen der Ukraine keine Kampfhandlungen durchgeführt werden, gibt es derzeit keine sicheren Gebiete in der Ukraine. Angst darf man, ich glaube, wenig haben, weil es einfach das Gehirn blockiert. Und ich bin da mental sehr stark, obwohl ich schon sehr viele Sachen jetzt erlebt habe in dieser Zeit, wo wirklich schockierend sind. Aber ich komme jetzt gerade aus Kharkiv, aus den zurückeroberten Gebieten. Sehr schlimm, diese Sachen zu sehen. Die Leute leben ohne Strom, ohne Essen, ohne Wasser. Und die Dankbarkeit dieser Menschen ist unfassbar. Und es gibt einem so viel Kraft und Mut, das auch weiterhin zu machen. Trotz der Gefahr kehren echte Freunde der Ukraine immer wieder zurück, um das Nötigste den Bedürftigen zu bringen. Schon in einer Woche sind Hilfsgüter am Ort. Danke, liebe Freunde.